Wenn, was passiert eigentlich, wenn... Plus Munition. Wird das dann hier auch angezeigt? Das wird hier wahrscheinlich nicht angezeigt, oder? Boah, keine Ahnung. Was? GZ. Oh Gott. können wir eigentlich auch? Warte. Das sind die Klassen. Okay. Das sind alle Klassen? Das heißt, es gibt. Das war wahrscheinlich der Heavy. Der normale Typ und der Sniper. Okay, sagen wir Heavy-Schütze und Sniper. Ich habe jetzt die Brecher, war das hier, ja, ne? Voll die Brecher-Klasse, glaube ich. Mit Fertigkeitspunkten FP kannst du die Stärke, Willenskraft und Geschwindigkeit von Soldaten steigern und neue Fähigkeiten erlangen. Wenn du alle persönlichen FPs für einen Soldaten verwendet hast, kannst du Phoenix-FP einsetzen. Okay, die allen zur Verfügung stehen. Ah, so quasi so globale Währung. Soldaten können nur Fähigkeiten für ihre aktuelle Stufe oder niedriger erlangen. Okay, ist normal. Sobald ein Soldat Stufe 4 erreicht hat, kann er sich auf eine zusätzliche Klasse spezialisieren. Ah, die leichte Reihe der Fähigkeiten steht für die persönliche Fähigkeiten, mit der der Soldat geboren wurde. Ich konnte schon immer gut mit Scharfschützengewehren umgehen. 4 Jahre. Sobald du die Werte und Fähigkeiten deiner Soldaten angepasst hast, geh zum Abschnitt Forschung. Du bist jetzt der Heavy. Du hast noch nichts sonst, ne? Soldaten-FP haben wir keine. Phoenix-FP haben wir 13. Das hier kostet ziemlich viel. Das hier kostet ein bisschen weniger, okay. Das heißt, wir können aber auch hier sagen... Wow! Das kostet viel zu viel! Ah, ja. Wie hieß denn das? Was? Only if? Aber das ist echt, ey, 9 Fähigkeitenpunkte, um, Alter. Warte da. Wie kommen wir direkt aufeinander? Aber das heißt im Grunde genommen, wir können uns jetzt so noch gar nichts leisten, außer wir können bei einem Typ vielleicht eine Sache verändern. Ah, du hast doch ein... HG ist, Handfeuergewehr. Handfeuerwaffe. Was kann das so Englisch sein? Also SR ist Sniper Rifle. Oder Scharfschützen. Rifle. Gewehr ist es ja nicht. Und HG ist dann Handfeuer... Geschütz. Das altbekannte Handfeuergeschütz. Okay. Firebird. Können wir extra Munition? Ich glaube, wenn wir bei allen extra Munition mitnehmen. So. Und bei den Typen hier vorne hauen wir auch noch Granaten rein. Also die Typen, die weiter an der Front stehen. So, Medikit bekommt im Grunde genommen... Warte mal, kann... Da bin ich auch gespannt, was man da hier so anbringen kann. Okay. Firebird Magazin hast du jetzt schon drin. Ja, alles klar. So, dann Vale. Einmal Munition. Du hast sowieso schon eine Granate, aber du hast noch kein Medikit. Telekinese. Du hast, dir fehlt Munition. Du hast eine Granate, aber du hast kein Medikit.
Und Lutze, dir fehlt Munition, du hast eine Granate, aber kein Medikit. Und dann werden wir wieder beim Anfang. Okay, auf zur Forschung. Handfeuergeschütz. Forschungsprojekte sind entscheidend für die Verbesserung deiner Fähigkeiten und um das Spiel zu gewinnen. Man kann das Spiel nicht ohne Forschung gewinnen. Gibt es bestimmt jetzt schon irgendwie Speedruns mit ohne Forschung oder so. Mit ohne Forschung. Wenn du die Forschung beschleunigen willst, musst du mehr Forschungslabore bauen. Forschung erfordert Zeit, sorgt also dafür, dass die Zeit im Geoscape weiterläuft. Okay. Atmosphärenanalyse? Haben wir sonst nichts anderes? Aber es kostet nichts, ne? Das ist einfach nur ein Zeitmanagement-Ding. Dachte es, ich soll nur töten. Yeah. Du kannst doch in Battlefield kannst du Leute doch mit dem Defibrillator töten. Mach ich dann auch. Okay, das braucht, wie gesagt, dann nur Zeit. Das kostet so nichts, ne? So, dann gucken wir mal. Wieso ist das jetzt immer noch aktiv? Wieso ist das noch da? Werden wir sehen, okay. Atmosphärenanalyse. Durch die Umprogrammierung unserer Satellitensysteme haben wir das Ausmaß des neuen Nebelausbruchs aufgedeckt. Sein Ursprung ist in den Küstenregionen am Meer zu finden, wie meistens so, wie bei den beiden vorangegangenen Ausbrüchen auch. Doch das Aktivitätsniveau scheint höher zu sein. Dies bedeutet eine ernsthafte Bedrohung für das restliche Leben auf der Erde. Vom Nebel umhüllte Zufluchten sind Angriffen ausgesetzt, meine Güte. Deswegen sollten wir genau diese Region sorgfältig erkunden und alle Zuflucht, die darin gefangen sind, verteidigen. Zuflucht hätten. Aber manchmal nicht so ganz grammatisch korrekt übersetzt, aber es ist okay. Die neuesten Daten wurden in unsere Geoscape-Überwachungssysteme zur Nebelverbreitung hochgeladen. Neuforschung verfügbar. Der Nebel, das ist dann quasi das, was im Grunde genommen bei XCOM 2 dieses Alien-Projekt ist. Oder, ja, bei XCOM 1 ja auch irgendwie so dieses Alien-Projekt gegen Ende. Okay, der Nebel zeigt dir, wie weit das Pandora-Virus fortgeschritten ist, das sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Die Pandoran Mutations werden versuchen, dort Kolonien zu bauen, wo der Nebel ist. Und dann nahegelegenen Oasen angreifen. Um gegen diese Bedrohung anzugehen, musst du Ausrüstung produzieren. Kapitalismus. Gehe zu Herstellung. Herstellung heißt so viel wie Produktion. Okay. Holla, Manufacture. In Fabrikanlagen kannst du Waffen, Fahrzeuge und Rüstung herstellen, nachdem du die entsprechenden Forschungen abgeschlossen hast. Achte darauf, dass dir genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Herstellung von Gegenständen nimmt unterschiedlich viel Zeit in Anspruch. Baue mehr Fabriken, um den Prozess zu beschleunigen. Fertige ein Medkit. Medkit. Das geht instant. Nehme ich an. Okay. Mit Satellitenverbindungen kannst du Gebiete scannen, um interessante neue Orte zu finden. Je mehr es... da hat jemand vergessen, Linebreaks einzufügen. Das ist... Loka. Oh, seinen ersten Loka-Bug gefunden. Ja. Ein Gebietsscan kann nur von dem Flugzeug aus durchgeführt werden, das sich über dem zu scannende... Führe einen Gebietsscan durch. Left-Mouse-Button... auf Scanne das Gebiet oder wähle ihn mit dem Gamepad-Cursor Left Trigger Stick aus und drücke dann A. Da kommt der QA-Tester wieder raus. Das ist echt so. Satellite Uplinks, okay, da haben wir. Ja, der ganze Screen ist local technisch nicht fertig. Das sollte auch übersetzt sein hier. Satellite Uplinks allow area scans to be initiated, revealing new sites of interest. The more Uplinks there are available, the more simultaneous scans can be performed. Okay, das heißt, im Grunde genommen, wie bei XCOM, je mehr Satelliten man hat, desto mehr Scans kann man machen. An area scan can only... Da hat selbst die englische Loka noch Fehler. An area scan can only... be performed by an aircraft centered on its location.
The scanning zone will expand over time, revealing new sites. Okay, das heißt, man muss dann das Flugzeug eine Weile da lassen. Okay. Wir sollen einen Scan machen, indem wir darauf klicken. Nein. Das war nicht richtig oder so, oder? Vergessen runter zu pinseln. Herzlichen Glückwunsch, das ist Tutorial abgeschlossen. Ab sofort liegt es an dir, dein Überleben zu sichern, die Welt zu erkunden und die Menschheit zu retten. Okay. Ich meine, dein Überleben zu sichern und die Welt zu erkunden, das macht ja jeder irgendwie. Aber die Menschheit zu retten ist dann halt so ein kleines Add-on. So. Die Kirsche obendrauf. Weitere Informationen zum Spiel findest du auf Phoenixpedia. Jetzt musst du herausfinden, was mit dem Phoenix Project geschehen ist. Erforsche die Phoenix-Archive. Ja, aber das hier war nicht so richtig, ne? Ich muss erst den... Kann ich dir nicht sagen? Hallo? Hey! Lampe ist aus. Nice! Irgendwie hält der Akku nicht so lange. Warte. Handylicht. Vail, ich brauche deine Hilfe. Ah. Großteil der Menschheit kannst du als Kollateralschaden abstellen. Ist okay. Ist okay. Warte. Bringst du eine neue Lampe? Ah, das ist voll nett von dir. Dankeschön. Aber ich will jetzt trotzdem wissen, wie ich mein Schiff darüber fliegen kann. Ich meine, dass ich das hier hinfliegen kann, ist ja gut. Einen Augenblick. Hola. Hola. Danke für die Lampe. Bitteschön. Es ist großartig. So, da haben wir wieder Licht. Das Geisterlicht ist zurück. Das Geisterlicht von unten ist wieder da. Okay, wir müssen, glaube ich, eh erstmal zur Forschung. Holy! Atron-Autopsie, Triton-Autopsie, Mindfragger-Autopsie, die Phoenix-Archive, Rekrutierungsprotokolle für Zufluchten. Machen wir erst das, was am wenigsten dauert. Wir können jetzt Soldaten aus Zufluchten zu rekrutieren, ist wahrscheinlich das Intelligenteste. Danach, na gut, die Phoenix-Archive müssen wir, glaube ich, storytechnisch machen. Aber das hier ist, glaube ich, erstmal Prior. Können wir queuen? Ja! Oh mein Gott, wir können queuen. Wie gut. Oh, das ist so erleichternd. Diplomatie. Nimm Kontakt mit einer anderen Fraktion auf. Okay. Oh, ich will jetzt eigentlich das Manticore, komm. Neo Jericho hat Forschungsprojekt gestartet, neurale Implantate. Darf ich das vielleicht auch zu Ende lesen? Na ja, gut. Wir machen mal einen von diesen Punkten hier, würde ich sagen. Mit gedrückter Maustaste ist ja einfach nur. Also kann ich sowohl hier das Ding nicht an oder hier. Ansonsten ist einfach nur Kamera bewegen. Ich meine, hier kann ich sowieso nicht hin, das ist außerhalb meiner Reichweite. Aber ich kann noch nicht mal hier irgendwie. Yes. Wir werden sehen. Okay. Erkunden. Das dauert jetzt wieder eine Weile. Das Feuer im Innern. Arapaka. Arapka. Arapka. Mutierte Würmer haben die Zuflucht Arapka befallen und werden zu einem immer größeren Problem für die Jünger von Anu. Das war eine der Fraktionen aus dem Intro, ne? Die Bewohner hatten auf Hilfe von ihrem größten Kriegshelden Taxiarch Nergal oder Taxiarch Nergal, keine Ahnung, gehofft.
Doch der ist angeblich in Kämpfe mit den Pandoranern verwickelt und steht nicht zur Verfügung. Genau wie hier Captain Marvel in Infinity War. Das ist unsere Chance. Wir könnten der Zuflucht helfen und etwas gegen den Wurmbefall unternehmen. Damit würden wir bei der Fraktion der Jünger von Anu sicher einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Aggression. Was? 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 Was mich so ein bisschen tatsächlich stört, in Anführungszeichen, ist, dass es wieder so auf dieses typische Drei-Fraktionen-Schema hinausläuft. Wir haben die typischen amerikanischen, wir zerschießen alles Fraktion. Wir haben die spirituellen und wir haben die, die so ein Utopia aufbauen wollen. Und keine der Fraktionen ist irgendwie ein Teil von der anderen. Also die sind nur spirituell, die sind nur Utopia oder die sind nur Krieg wahrscheinlich. Also so wie man es bis jetzt von der vom Pre-Marketing her und auch von der Intro-Sequenz so ein bisschen sieht. Aber ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr bei rum. Missionsbeschreibung. Erledigt die mutierten Würmer. Was mache ich mit meinem Leben? Okay, ich denke, das Team haben wir so schon zusammengestellt. Die Gesundheit ist noch nicht erholt bei Vale und Telekinese. Die sind immer noch verletzt. Na gut. Da müssen wir durch. Müssen wir einfach gucken, dass wir Vale und Telekinesen vielleicht nicht allzu weit nach vorne schicken? Ende gewinnt die rohe Gewalt. Ich glaube, jeder hat ein Medkit. Also, wenn es hart auf hart kommt, hat, glaube ich, jeder ein Medkit dabei. Kann man sich auch selbst heilen? Das hat das Tutorial jetzt auch nicht so wirklich erklärt. Also, klar, man kann andere heilen und so, aber. Alter. Creepy Smileys. Aber so wirklich Selbstheilung? Geht das? Ich finde diese Sequenz hier super sleek. Obwohl mir das so ein bisschen fehlt aus XCOM 2, diese Ansicht in dem Gefährt. Töte alle Feinde. Okay, wir haben. Da ist eine Exfiltrationszone. Wir haben kein Zeitlimit. Okay, wir können hier nicht durch. Doch, können wir. Wir können da drüber springen. Okay. Was, 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 was? Emoji-Spam! Emoji-Spam! Ich finde das so krass, dass das Emoji jetzt, dass jemand das Emoji benutzt, weil. Oh mein Gott! Okay, ich würde sagen, wir fangen an, indem wir eine Seite irgendwie aufräumen, dass wir hier rechts clearen. Und dann irgendwie versuchen, auf breiter Front hier vorzurücken, weil dahin erstreckt sich das Level so ein bisschen. Von daher, ja, würde ich sagen, wir scouten erstmal hier so ein bisschen um die Ecke. Gucken, dass hier alles clear ist. Obwohl, wenn wir hier rumgehen, dann dürfte es auch relativ eindeutig sein, ob da clear ist. Okay, es ist nicht clear. Da vorne sind schon welche. Du gehst hier hin. Hast du einen Schuss? Es ist tatsächlich ein Wurm. Ich dachte jetzt, die meinen damit Würmer im übertragenen Sinne. Vielleicht kommen die Würmer zu mir. Das wäre vielleicht auch eine Variante. Was natürlich auch cool ist, jetzt wo man so richtig zielt, in Anführungszeichen, da ist es natürlich auch schwerer, kleinere Gegner zu treffen. Oh, ich find das System so geil. Ah, hier sehen wir die Clips und dann kann man hier nachladen. Ah, ist so cool. Es ist so cool. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich es so feiern würde.
Okay, ich würde sagen, du sicherst hier nebenab. Okay, da haben wir einen Feind, aber du kannst hier nicht drauf schießen, ne? Nee. Dann... Ah, du siehst da gerade gar nichts, ne? Dann sicherst du mal nach hier drüben ab vielleicht? Oder können wir... Nee, der dreht sich da gar nicht rum. Okay, dann sicherst du hier drüben den Bereich einfach nur ab, dass da niemand durchkommt. Genau, vielleicht wollen die einfach Menschen essen. Vielleicht ist das so die Sache. Und am Ende kommen die wirklich dann alle zu uns. Das wäre aber gar nicht so geil, ehrlich gesagt. So, Filger, wo stellen wir dich hin? Ich will dich nicht alleine hier hinten rumschicken. Ich glaube, ich stelle dich mal hier hin. Da kannst du zwar im Moment noch nicht wirklich was machen, aber du bist relativ sicher, was das angeht. Und Luca? Ja, überwachen braucht auch 2 Punkte. Das ist die Sache, okay. Vielleicht stelle ich dich einfach... Weil, Safety first. Diese Würmer, das sind noch. Ich nehme an, dass diese Würmer Nahkämpfer sind. Sag ich jetzt einfach mal. Deswegen, du überwachst den Bereich. Du gehst einmal hier rüber. Guckst, ob hier noch irgendwas ist. Nein, sehr gut. Und dann. Falls hier noch was rauskommt. Obwohl, ja, siehst du auch nicht, ne? Nee, siehst du auch nicht. Okay, dann können wir dich auch hier drüben im Grunde genommen hinschicken, weil da ist uns auch nicht wirklich viel los. Okay. Ansonsten haben alle ihre Befehle. Oh, der Wurm geht sogar weg. Der verschwindet ja sogar. Haha. Wirklich, auf die Distanz. Auf die Distanz schießt du daneben. Ja gut, aber du dürft jetzt so gut wie tot sein. Ah, da ist noch einer. Können wir? Hat diese fette Waffe, hat diese fette Wumme, hat die einen Bereichsschaden? Wir müssen es ausprobieren. Hast du... Ein Bereichsschaden.